Herzlich willkommen zu meinem Video. Heute möchte ich euch einen besonderen Ort vorstellen. Eine wunderschöne Wiese mit bunten Blumen und einem beeindruckenden 140 Jahre alten Bauernhaus. Dieses Haus ist nicht nur ein historisches Juwel, sondern auch ein Beispiel für nachhaltige Modernisierung. Wie ihr sehen könnt, habe ich verschiedene Detailaufnahmen des Hauses gemacht. Es gibt so viele interessante Aspekte zu entdecken. Die alte, aber gut erhaltene Fassade, die liebevoll restaurierten Fensterrahmen und die solide Bauweise, durch die dieses Haus schon so lange überdauert hat. Eine besonders spannende Neuerung, die ich euch zeigen möchte, sind die Sonnenkollektoren, die auf dem Dach installiert wurden. Diese Kollektoren nutzen die Kraft der Sonne, um warmes Wasser zu erzeugen. Und mal ehrlich, wer hätte gedacht, dass dieses alte Schätzchen jemals so modern wird? Da sage noch einer, alte Häuser könnten nicht mit der Zeit gehen. Die Nutzung von Sonnenenergie ist nicht nur umweltfreundlich, sondern hilft auch, die Betriebskosten zu senken. Und seien wir mal ehrlich, jeder gesparte Euro kann in wichtigere Dinge investiert werden. Ja, wie zum Beispiel in eine gute Portion Rasenpflege. Doch wartet mal ab, hier seht ihr die Besitzer in Aktion. Nachdem die harte Arbeit des Rasentrimmens und Schneidens erledigt ist, folgt natürlich das Vergnügen. Und was konnte schöner sein, als in aller Ruhe ein kühles Bier aus alten Moravia-Gläsern zu genießen? Die wurden in den 1960ern hergestellt und haben einen ganz besonderen Wert. Zumindest ideell. Diese Gläser haben fast genauso viel Geschichte wie das Haus selbst. Und die Biere schmecken daraus gleich doppelt so gut. Das versichere ich euch. Also bleibt dran, genießt die schönen Aufnahmen, lasst euch von der perfekten Mischung aus Geschichte, Moderne und einem Hauch Humor begeistern. Bis gleich und Prost! Ja, wir haben ja auch nicht wissen. Du bist ja nur Fotograf. Ich bin ja nur Fotograf. Ja, das ist ja so eine höhere Instanz, die da entscheidet. Jawohl, das sind für Gastronomen, die wissen das. Gastronomen, ganz genau. So. Man sieht es, der Mikro ist auch öffnet. Das könnte, also, du hast noch nie eine Zange in der Hand gehabt. Ne? Ja, bin ich ja im Zollstock. Nie. Ja, das kriegt der noch nicht fertig mit dem Zollstock. Da, ich hab's. Er hat's geschafft. Das ist jetzt erstmal für Olm. Nee, das ist für Otto. Nee, das ist für Otto. Ja. Otto sagt das. Ja, habe ich doch gesagt, das ist für Olm. Ja. Oh, danke, ganz. Oh, wie viel zittert? Zitter ich schon wieder. Oh ja, da auch, ja. Danke gleich. Das fehlende Dopamin. So, das ist immer das. Ja. Aber ich wollte euch auch mal einstecken. Nicht? Mal wir vielleicht auch mal, oder? Eugen, ich habe jetzt hier was ganz Besonderes für dich. Ja, darf ich das nur sehen? Selbstverständlich. Entschuldigung, komm auf die andere Seite. Ja. Von der rechten kommt mal. Oh, Rombach, ja, das ist meine Sorte. Das freut mich. Danke schön. Dürfen Sie servieren. Aber ich küsse mal. Ich muss mal Schnaps trinken, der ist nur zittert. Wenn ich zitter, Meine Fall. Ich trinke das jetzt nicht ab, weißt du? Das fehlt zu drauf auf jeden Fall. Ich bin nur zu ruhig, ja. Schöne Sonne. Ihr beiden, lasst es euch schmecken. Könnt ihr beide mal dazugreifen und dann wird anstoßen. Otto, auf dein Wohl. Oh, ist das sehr symbolisch? Ja. Oh. Sehr symbolisch. Lasst es euch schmecken. Das war aber gut, Hart. Das tut Ihnen freut mich. Prost! 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 Prost!
schicke euch auch noch einen kleinen Schuss ein davon, damit das aussieht, als wenn er. Da trinkst du jetzt beides zusammen. Ja, das spielt gerne Rolle. Radler kann man noch. Ja, dann müssen wir noch mal nochmal prosen. Noch mal prosen. Otto? Foto läuft ja noch wieder. Ach ja, ja, danke. Lasst es euch schmecken. Auf die nächsten. Auf die 90 Euro. Ja, genau. Das wird schwierig, glaube ich. Ja, sag das nicht. Ja, man weiß nie, ne? Man weiß nie, ne? Super. Dass einer jemand das abnimmt. Aber durch Kombacher und Bohr. Aber normalerweise von den Produkten. Prämien. Müssen Prämienprodukte. Nur Hauptsache, einer, die das sehen das auch so. Leicht. Und diesen Moravia-Schriftzug. Ja. Die sind alten. Ja, Mensch, die Jungs, wo haben die Gläser her? Ja, ja, ja. Die wissen gar nicht, wie wertvoll die sind, aus welchem Jahr wir die haben. Mit Gold. Aus welchem Jahr habt ihr die? 77 oder sowas? Mit Gold sogar. Oh, das war vor 70 sogar noch. Vor 70? Ja. Echt? Ja, wirklich. Oh. Lüneburg, die kommen von Lüneburg. So eine Kronbrauerei. Aber Moravia. Kronbrauerei. Haben die da Moravia gebraut? Ja, ja. Aber jetzt nicht mehr, oder? Jetzt ist Ausschluss. Die hatten eine Zeit lang dann noch das Moravia in Lüneburg weitergebraut. Ja. Ist ja von der Holzen dann übernommen alles. Aber, ja. Die hatten dennoch, aber du musst mal die Blütejahre, wie die Kronbrauerei lebte in den Jahren nach dem Kriege und unsere ganze Lehrzeit, was wir als junge Menschen mit, das war ein Fest. Die war großzügig. Die hat Betriebsfußball, die hat Betriebe eingeladen zum Fest und im Grunde Fässer angesteckt. Wahnsinn. Also da war was los. Und die ersten 55 sind sie ja noch in der Stadt mit Pferde gefahren. Ja, das stimmt. Genau. Hier 55 in Lüneburg. Ja. Und dann waren die schon umweltfreundlich. Wie sie dann anfingen, auf Rädern, Kraftfahrzeugen, LKW, hatten sie den Opel Blitz mit Gas betrieben. Der war schon mit Gasflaschen seitlich. Ja, habe ich auch gehört. Gas, Opel Blitz war mit Gas, ja. Ja, und wir hatten in Lüneburg, der war ein cleverer Kfz-Meister, der war so eine kleine Werkstatt. Ja. Der hat alle, was an Gasfahrzeugen war, hat er die Flaschen, also immer im Wechsel, so wie du heute Propangas holst, so konnten die da die. Als Fahrt sozusagen. Ja, die mussten, waren ja nur zwei Flaschen unter dem Fahrzeug. Allzu viele Kilometer haben sie ja nicht geschafft. Auch für den Stadtverkehr reichte das. Naja, stimmt, ja. Ja. Und die waren ja natürlich auch nicht so volumig. Das Volumen auf den Fahrzeugen passt ja auch nicht so viel drauf. Ja, die mussten ja auch viel Pausen machen. Ja, das nehmen wir ja auch. Früher, wenn die Fässer in den Keller reinrollen ließen, mussten sie ja erst zum Wirt wieder rauf, erstmal ein. Wenn einfach unten war, mussten sie zwei Schluck trinken. Warum? Ja, das war so Sitte. Aber bei den Pferden waren die Pferde wussten genau, wo das nach Hause. Aber das Auto ist nachher nicht alleine nach Hause gefahren. Die Gäule sind dann zur Brauerei alleine. Ja. Die Leine, die hangen dann auf dem Kutscherbock. Nee, das ist immer Wahrheit, du. Da glaube ich dir, ja. Die Pferde wussten, wo es lang geht. Ja.